Hallöchen und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir sind immer noch hier im Abbaugebiet unterwegs und der Frachtraum füllt sich langsam. Also so lange dürfte es nicht mehr dauern, bis der voll ist. Und ich hoffe mal, wir finden noch so ein paar nette Sachen heute. Letzte Folge, da war dann erst zum Schluss so die letzten 5 Minuten recht interessant. Zumindest was das Abbauen betraf. Da gab es vorher immer nur Galit, 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 Bertrandit, Galit, Galit, Painit. Und heute hoffentlich schon mal vorher so ein paar nettere Sachen. Hier geht das schon wieder los. Ist nicht so einfach. Das wird knapp. Oh. Puh. Das war sehr knapp. Okay, lass uns mal abhauen, da ist eh nichts weiter drin. Bisschen Platin, das kann sich der Bock von mir jetzt auch in den Hut schmieren. Da hat aber echt nicht viel gefehlt, ne? Meine Güte. Boah, ist ja erbärmlich hier. Also die Ausbeute ist wirklich nicht so berauschend. So, was hat denn der für uns? Der dürfte doch statistisch gesehen zumindest wieder so ein bisschen Palladium oder Gold. Wenn wir es auch Gold dabei haben. Ne. Auch da ist wieder bloß Bertrandit, Galit, ein bisschen Silber dabei. Ah komm, der dicke Große hier vorne. Darf nicht wahr sein. Ui, 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 ui. Wir müssen irgendwann auch mal mit der Cutter landen, wenn die Abbaugeschichte hier vorbei ist. Keine Sorge, ich mache jetzt bloß ein paar Folgen, indem wir hier mal den Frachtraum vollladen. Wo ist er denn hin? Die, da oben. Platin, jawohl. Und Gold. Gut. Und anschließend machen wir dann wieder was anderes. Aber einmal möchte ich das wenigstens machen. So. Nanu. Die können wohl von unten durchs Schiff schweben. Die kann mir direkt aus der Windschutzscheibe wieder raus. Ja. Da ist er schon lange leer. Sieht es beim Platinvorrat aus? 43, 69 Gold, 46 Osmium, 23 Silber. 27 Painit, ist nicht verkehrt. Bertrandit, naja. Palladium 44, auch okay bisher. Oh, da hinten ist wieder nur das Geröll drin. Na komm, du aber. Den hatten wir. Jawohl. Sehr gut, 43% Platin, Ast rein. Achso, ich habe letztens eine Theorie gelesen, warum die Planeten, wenn man auf die Schattenseite fliegt, warum die so ein bisschen nachhellen. Natürlich, damit man auch was sieht als Spieler, aber warum das so ist. Und zwar, das ist natürlich nur der Ingame-Effekt, dass
dass sich auch die Augen irgendwann an so eine gewisse Dunkelheit gewöhnen und man dadurch dann trotzdem ein bisschen mehr sieht. Und das wird wohl in einem gewissen geringen Maße dahingehend vom Spiel so ein bisschen angepasst, dass man halt, wenn man auf die Schattenseite fliegt, ist ja erstmal dunkel und dann dauert es einen kleinen Moment und dann ist es hell. Das soll dann wohl so der Übergang sein, dass man dann auch, wie gesagt, sich so die Augen dran gewöhnt haben im richtigen Leben. Kennt ihr das ja vielleicht? Ihr kommt in einen dunklen Raum rein, seht nichts, wartet mal eine Minute oder zwei oder drei und dann sieht man da ein bisschen was. Da weiten sich dann die Pupillen und ein bisschen mehr Licht oder das, was noch irgendwo da ist, raucht in euren Augapfel rein, durch die Bahn ins Gehirn. So, was haben wir hier? Oh, Palladium, Gold und Platin. Naja, ja, sieht schon mal gut aus. So müsste es immer sein, ne? Von einem Brocken direkt hier nebenan zum Nachbarbrocken. Und da wieder schön die Sachen rauskratzen. Was ich noch ganz geil fände, wenn man große Module einbauen kann oder könnte im Schiff. Oh, hier links die ganzen Brocken, guckt euch das mal an. Wie so eine Polonaise. Und wenn ich dann so ein großes Modul, wie wir das schon auf dem Planeten gesehen haben, diese kleinen Minenabbaugelände, wo ich dann halt so eine große Bohrstation oder so eine mittelgroße Bohrstation auf so einen Brocken schieße und der, ich sag jetzt mal, eine Minute braucht, um alles dort raus zu extrahieren, so wie es jetzt die kleinen Drohnen machen, und dann halt mit einem größeren Frachtsack zurück zum Schiff fliegen und da halt von mir aus dann direkt achtmal, wie jetzt hier, was weiß ich nicht, Platin oder Palladium plus zweimal Gold plus dreimal Indit oder so. Das finde ich ganz nett. Wenn man so die Auswahl hätte, so zwischen diesen kleinen Sammeldrohnen, wie es jetzt schon super funktioniert, oder dann halt so eine kleine Bohrstation einfach dahin abschießt, die das dann auch alles automatisch macht. Aber ich glaube, mit dem Bergbau, da wird sich wahrscheinlich dieses Jahr nichts mehr ändern. Ich meine, es funktioniert hervorragend, Gott sei Dank, auch mit der Raffinerie. Immer noch, ihr seht, da gab es bisher noch... Oh, nochmal Gold, das ist ja schön. Und da gab es bisher noch keinerlei Probleme. Und wenn es so bleibt, wäre ich ja schon mal zufrieden. ...477, also 313 Tonnen Fracht haben wir derzeit dabei. Kommt diese Folge immerhin einiges zusammen, wir haben jetzt schon drei Brocken. Wollen wir was raus abbauen können, vielleicht hier hinten gleich noch mehr. Hier sind noch 1, 2, 3, 4 Brocken. Und schwupp. Ist der doch weiter weg? Guck mal, hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht. Ja, nee, das lohnt sich jetzt auch nicht so wirklich. Auch nicht. Silber, Gold und Painit. Wunderbar. Schöne Kombination. Na, jetzt. Oh, das wird wahrscheinlich wieder die ein oder andere Sammeldrohne kaputt machen. Ne, okay, gut. Reicht.
wie sieht's in Silber aus? Was haben wir da dabei? 26, okay. Über 50 mal Platin mittlerweile. 80 mal Gold. Schön. Palladium 52. Painit jetzt auch schon 30. Wunderbar. Das wird knapp. Ne, geht. Ich musste, als ich ja das erste Mal wieder unterwegs war mit der Cutter jetzt und das getestet hatte vor den Aufnahmen, da musste ich einmal von einem NPC-Piraten abhauen. Da bin ich aber wie ein Irrer durch die ganzen Gesteinsbrocken gedüst. Es hat eigentlich recht viel Spaß gemacht. Da kamen mir einige viele Kilometer hinterher. Ja, hier 20% Platin nehmen wir jetzt auch einfach mal mit. Und irgendwann, ich hoffe ja, dass ich jetzt, während die Aufnahmen jetzt hier ausgestrahlt werden, im Laufe der Woche nochmal so ein bisschen in Thun unterwegs bin und da den föderalen Rang steige, damit wir uns dann vielleicht die Corvette auch nochmal leisten können. Dieses Jahr irgendwann. Nee, demnächst hoffe ich mal. Denn noch ist es relativ einfach, auch für die Föderation dann die Spendenmission anzunehmen, beziehungsweise gibt es da deutlich mehr und es ist ein bisschen einfacher als beim Imperium. Und bevor das gefixt wird und dann man mit normalen Missionen irgendwie monatelang den Rang steigern muss, dann mache ich es lieber so. Und dann würde ich halt gerne nochmal, am liebsten natürlich mit der Corvette. Ich hatte mir mal eine zusammengestellt, so ein bisschen kampfmäßig. Moment, ich rufe das mal kurz nebenbei bei mir auf. Föderale Corvette-Kampf. Ohne Rumpfeln, Verstärkung, also nur die leichte Legierung ist da drin. Moment, machen wir gleich. Das hier ist jetzt erstmal fertig. Fliegen wir zum nächsten. Boah, ich sehe gerade, die Sprungreichweite ist ja unter aller Sau bei der Corvette. Oh Gott, das ist ja erbärmlich. Naja, gleich mehr dazu. Erschöpft, also ich habe jetzt überlegt, hä, was haut denn hier nicht hin? Okay, an dem waren wir schon dran. So. Galet Osmium Silber, nein, das nehme ich nicht mit. Hier drüben ist ein kleiner. Sieht eigentlich auch mal ganz vielversprechend aus. Jawohl. Sehr gut. 52% Platin. Super. Kommen da auch nochmal so die 10 Stück dazu. Wie viel haben wir? 61. Sehr gut. So, jedenfalls jetzt zur Corvette. Die hat nur eine leichte Rumpfhüllenverstärkung, dafür dann aber einige Rumpfhüllen. Also diese Paketrumpfhüllenverstärkung, dafür hätte ich dann mal einige reingepackt. Und jedenfalls würde diese um die 305 Millionen kosten, so wie ich sie mir da ausgestattet habe. Die hat 5 Impulslaser drin, wie immer, weil ich die nach wie vor am besten finde. Die hat zwar 2 riesige Aufhängungen, aber halt da plus große Impulslaser drin. Und dann 2 mittlere, also 3 große, 2 mittlere. Und 3 Schildbooster, 2 Kühlkörper, ein Tötungsbefehlsscanner, 2 Düppelwerfer. Eventuell ein Düppelwerfer weg und dafür nochmal ein Schildbooster oder Kühlkörper, weiß ich noch nicht. Dann ein... Moment, ich sehe hier gerade. Ah, die kostet sogar mehr, knapp 340, ich habe mich verschaut. 7A Schildgenerator mit 2 7A Schildzellenbänken. Alleine so eine Schildzellenbank kostet knapp 10 Millionen. Naja. Und dann ein 8C Kraftwerk reicht dafür. Hat 30 Megawatt.
7B Schubdüsen bloß, 7A, die kosten dann auch noch mal ein bisschen mehr. Mal schauen, eventuell machen wir das auch noch. Da haben wir auch noch mal Palladium drin, Silber und Gold ist okay. 25% Palladium nehmen wir direkt mal noch mit. Und ein 6A Frameshift-Antrieb, mehr passt da gar nicht rein und hat halt leider dann nur eine Sprungreichweite von unbeladen 12 Lichtjahren. Das ist nicht so viel. Aber kampftechnisch ist es halt eine richtige Sau. Also die geht ab. Ah, die würde ich dann schon ganz gern nochmal demnächst, im nächsten Monat oder so, wenn ich es denn schaffe zeitlich, da wieder die Spendenmission zu machen. Dass wir das nochmal hinkriegen irgendwann. Wobei das Schiff hier mit dem 8C-Kraftwerk schon bei 99% Auslastung ist, sehe ich gerade. Und ja, ich denke mal so um die 350 Millionen oder so müssen wir rechnen. Ich bin aber nicht so der Freund von den normalen Rumpfhüllenverstärkungen, also von der leichten Verstärkung oder Militärkomposit wäre ja am besten. Aber alleine der Militärkomposit kostet 170 Millionen. Ich denke mir immer, da sollen lieber die Schilde reichen. Da will ich es erst gar nicht so weit kommen lassen. So, warte mal, die verstärkte Legierung kostet alleine schon 75 Millionen. Ja, es macht schon, also bei der Panzerung macht das schon eine ganze Menge aus. Also da kommt schon noch einiges bei rum. Ich weiß gar nicht, Schilde, wie das im Vergleich zur Anaconda aussieht. Wo sind die? Hier. Ja, die Schilde, die sind ähnlich wie bei der Anaconda. Muss halt jetzt die Kühlkörper mitnehmen, wenn du da so eine Schildzellenbank dabei hast. Das Ding ist, in den 7A Schildzellenbänken, da sind 5 Zellen jeweils dabei, sprich 10. Und durch 2 Kühlkörper, die ich mitnehme, hatte ich halt plus 8 Munition. Wobei, weiß nicht, wenn ich dann wieder in so eine Hazard-Zone fliege, wo dann die ganzen Piraten unterwegs sind, da braucht man das vielleicht nicht unbedingt, aber so würde ich die erstmal testen. Da kann man ja dann immer noch was variieren. Aber bei 12 Lichtjahren Sprungreichweite, oh Gott, da weiß ich schon wieder, wie lange ich unterwegs bin von der Founders World, wo wir uns auf jeden Fall das Schiff kaufen, weil es da wieder Rabatt gibt und alle Module. Wie lange ich dann bis Morana oder so unterwegs bin, aber vielleicht haben wir bis dahin schon irgendwo, ach guck mal, die Sammler müssen wir wieder rausholen. Vielleicht haben wir bis dahin schon irgendwo eine neue Heimat gefunden. Ich werde mich nämlich, wenn wir hier die ganzen Sachen erledigt haben, der Frachtraum voll ist, von der Macht lossagen. Und wir werden dann wahrscheinlich auch erstmal so 2 Tage lang gesucht. Da müsste ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich weiß halt nicht, ob die jetzt auch in so einen Planet drin kommen würden oder ob die einen bloß öfter abfangen. Und Morana bleibt erstmal unser Hauptstützpunkt. Und vielleicht finden wir irgendwo in der Mitte der Blase ein System, was jetzt keiner Macht gehört. Das wäre mir eigentlich am liebsten. Und wo es einen schönen Sternhafen gibt, der am besten nicht so weit weg ist vom Hauptstern und noch ein paar schöne Planeten, wo man mal drauf landen kann. Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht so optimistisch gedacht. Aber irgendwas Nettes lässt sich da doch bestimmt finden. Mal schauen. So, wie sieht es aus? Wie viel Fracht haben wir? 516. Also 370 Tonnen ungefähr, ein bisschen mehr. 75 mal Platin mittlerweile, geil. Und ein Haufen Gold müsste es doch jetzt auch schon sein. 86. Sehr gut. Können wir den nächsten noch anpieksen. Hier ist denn da näher? Der oder der? Der? Geht's. Ja, also wie gesagt, das nächste große, was man dann, oder was ich vorhabe, ist dann erstmal die Corvette.
Erstmal hier werde ich noch ein bisschen abbauen. Wenn die Folgen vorbei sind, werde ich dann für mich noch öfter mal hierher fliegen und noch ein bisschen Geld machen. Oder auch mal das A-B-Handeln wieder. Vielleicht finde ich da mal noch eine schöne Handelsroute, wo sich es dann auch mit der Karte ein bisschen besser lohnt. Mal schauen. Oh doch, hier sind 23% Platin drin, den nehme ich mit. Ich kann ja mal kurz nebenbei gucken, ob ich irgendwo was finde. Die Folge ist nämlich gleich vorbei, da schaue ich mal rein. Kann ich vielleicht in der nächsten Folge was erwähnen, wo sich es lohnt, wo man das mal probieren kann. Erstmal bauen wir den hier noch komplett weg. Na komm, einmal noch. Ja, da ist er erschöpft. So. Los geht's. Mit der nächsten. Wir gucken bloß. Wir nehmen jetzt bloß die Brocken noch mit und dann war's das für heute. Gerade sind einige Sammeltruhen kaputt. Ja, wieder so viel Bertrandit dabei. 14% Platin immerhin. Nee. Suchen wir uns einen anderen. Der da hinten, der sieht recht schick aus. Leider nichts. Na gut, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Bald ist der Frachtraum voll. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.